Hallo, liebe Eltern, und ein liebes Hallo an alle da draußen, die uns wieder in dieser Folge die Treue halten. Diesmal geht es bei uns um das Thema Schnürsenkelkurs. Wir sind ja in Leipzig sozusagen eines der wenigen Geschäfte überhaupt, die sowas anbieten. Und dann stellt sich natürlich für den einen oder anderen die Frage, warum machen die das überhaupt? Wen es interessiert, der bleibt einfach dran. Und dann sehen wir uns wieder. Also sage ich mal, bleibt interessiert und seid gespannt. Bis gleich. Hallo, liebe Eltern, und ein liebes Hallo an alle da draußen, die uns zuschauen. Bei mir geht es heute um das Thema Schnürsenkelkurs. Wird sich schon der eine oder andere fragen, hui, was hat denn jetzt ein Kinderschuhgeschäft damit zu tun? Ganz einfach. Wir hier im Fachgeschäft bekommen sehr oft dieses Thema oder kommen sehr oft auf dieses Thema zu sprechen, weil in manchen Einrichtungen, Kindergärten und so weiter, diese Fähigkeit nicht mehr vermittelt wird. Das war zu diversen Zeiten, war das noch so gang und gäbe, dass man das also mit Eintritt in die Schule hat man das also gelernt, sagen Schnürsenkelkurse anbieten. Die ersten waren sehr verhalten, muss ich sagen, und die letzten werden immer besser nachgefragt und angenommen. Es ist ja natürlich nicht nur ein modischer Aspekt bei den Schuhen an sich, dass man eben halt Schuhe binden kann. Man verändert auch natürlich damit die Weite und die Enge in so einem Schuh, aber im Großen und Ganzen ist es natürlich auch ein weiterer Schritt in die Selbstständigkeit, die dann irgendwann mal die Kinder zeigt, ich werde selbstständiger, ich kann das jetzt alleine. Und aus diesem Grund bieten wir eben halt diese Schnürsenkelkurse hier an. Das heißt also, für diesen Tag nimmt sich bei uns eine Mitarbeiterin oder ich selber frei. Wir unterrichten in kleinen Gruppen, das heißt also höchstens 3 bis 5 Kinder nehmen an so einem Kurs teil. Der dauert im Schnitt 45 Minuten. In diesen 45 Minuten werden den Kindern 3 Techniken gezeigt und wir fangen immer erstmal mit einer einfachen Technik an und sehen dann vom Motorischen her, wie weit sind die Kinder. Schaffen sie es, dann wird noch eine zweite Technik gezeigt. Geht alles gar nicht, gibt es die dritte Version und das ist eine zum Stecken sozusagen, was es nicht alles gibt, jawohl. Und mit einer von diesen 3 Techniken kommt man dann auf jeden Fall zum Schluss. Vielleicht nicht unbedingt mit der perfekten Schleife geht man dann hier raus, aber man hat zumindest den Ansatz in diesem Kurs bekommen, wie geht das, wie ist das Handling. Manchmal ist es auch ein bisschen schwieriger, wenn es gerade Linkshänder mit dabei sind und die Eltern eigentlich Rechtshänder sind und sie jetzt nicht wissen, wie sie das Ganze vermitteln sollen, können, dürfen, ne? Für uns ist es immer ganz gut, weil wir haben ein klares Feedback. Für die Kinder ist es immer wieder eine Bestätigung, jawohl, ich werde selbstständiger, ich kann was. Das ist so wie mit dem Fahrradfahren. Wenn ich das einmal kann, dann behält man das ja die ganze Zeit bei. Und als Motivation gibt es dann bei uns immer noch eine Urkunde. Wie ihr seht, ich kann Schuhe binden und für die noch nicht so ganz fidelen Meister des Fachs gibt es dann so, ich kann fast Schuhe binden. Das soll nochmal Motivation und Ansporn genug sein. Das kann man sich ins Kinderzimmer hängen und sieht natürlich immer gut aus, wo man dazu ein bisschen stolz den Kumpels und den Freunden und den Verwandten zeigen kann. Guck mal, ich war da und da und ich kann das jetzt. Na? Ja, aus diesem Grund bieten wir das an. Und wir freuen uns da immer über zahlreiche Anmeldungen. Wie schon gesagt, es ist meistens eine kurze Zeit, die man dafür entbehren muss. Und wo wir auch festgestellt haben, die reicht voll und ganz aus, weil 45 Minuten ist also eine hohe Konzentration bei den Kindern angesagt. Und danach weiß man ja mal ganz selber, ist dann irgendwann mal der Akku leer. So. Ich hoffe doch, ich habe euch interessiert oder neugierig gemacht und vielleicht schaut ja der eine oder andere in den nächsten Wochen mal rum oder fragt mal an. Jedenfalls sind im Dezember sind es noch einige Termine frei, aber das kann man ja bei uns immer auf jeden Fall auf der Homepage bzw. bei Facebook kann man das immer wieder erfragen und nachfragen bzw. dann werden auch immer das ganze Jahr über freie oder vorhandene Termine ausgeschrieben. Ich würde mich freuen, euch zu sehen. Bleibt schön neugierig, dann also bis zum nächsten Mal. Tschüss!